Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe gerade mal geschaut, wo wir den Nickelerz herbekommen und ja, in der letzten Folge waren wir eigentlich so ziemlich auf dem richtigen Weg, anders als ich gedacht hätte. Und ich habe mich auch gleichzeitig mal erkundigt, wie denn oder ob ich denn überhaupt die orangene Platte habe. Und eine Basis bei der Insel habe ich keine, aber ich weiß, wie wir die bauen und zwar auch mit Nickel. Das heißt, wir gehen nochmal schnell nach da unten. Und dann nochmal, das war das Lithium-Geschichte, genau, dann bin ich glaube ich hier runtergesprungen. Dann schauen wir also doch mal, oh, so, dann schauen wir mal, ob wir Nickel finden können. Genau, hier waren wir, dann bin ich hier runter. Ich glaube, ich bin so ziemlich im Zickzack runter, zumindest am Anfang. Das sieht mir ganz einladend aus an der Stelle. Hey. Bin ich da runter? Oh, oh, oh. Nee, hier bin ich nicht runter. Hier war die Sackgasse. Das heißt, ich bin da hinten runter. Und hoch. Da ich mittlerweile weiß, dass es hier relativ sicher ist, kann ich jetzt einfach mal runterspringen. Mal ganz schnell auf die Suche nach Nickelerz. Aber da hatte ich ja doch ziemlich recht mit meiner ersten Vermutung, dass es vielleicht so tief unten ist, dass es gerade so für den Abbau reicht. Ja, wissen wir Bescheid. Mann, die sind auch so groß. Kann die doch ärgern, oder? So, das reicht aber auch. Ärgern die nur, weil die eigentlich total fies sind. Ich gucke auch immer wieder mal, ob ich so noch was finde, was vielleicht ganz hilfreich wäre. Aber auf jeden Fall oberste Priorität. Nick. Tiefer Sprung. Und wir sind unten. So bin ich jetzt gar nicht mehr bei dieser einen Kreuzung runtergekommen, ne? Seltsam. Oh, das sieht auch schön aus. Ja, bei denen muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Die sind die einzige Gefahr bis jetzt. Aber ich weiß jetzt, dass es hier unten auch Phantome gibt. Von daher müssen wir auch da ein bisschen aufpassen. Und sag bloß, das ist jetzt Nickel, aber ich glaube nicht. Nee, das ist auch noch Blei gewesen, genau. Ach die, geh mir weg. Geh mir weg. Hier. Ach, Kernreaktor. Ja, hier ist nichts. Okay. Haben wir auch wieder ein Kernreaktorstück. Wisst ihr Bescheid, wenn ihr die Folge gerade seht? Hier findet ihr Kernreaktoren. Das wäre auch schön, wenn ich den abbauen könnte, aber ich will nicht. Geh weg. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich mach dich fertig. Hau ja ab. Hau ja ab. Komm hier nicht wieder. So, das fangen wir hier schon gar nicht an. Du kannst mir deine Energie geben, aber du kannst mich nicht ab. Du sollst mich nicht abschalten. Hey. Mal hier rein. Okay. Ich weiß nicht, ob man die so abbauen könnte. Das hier könnte. Ich darf aber nicht hier runter, weil ich könnte es dann ja auch einsammeln. Außer ich bin schnell. Muss mal ein bisschen gucken. Oh. Okay. Das kann ja was werden wieder mit raus, ne? Ich würde sagen, bei 45% gehe ich zurück. Bin aber auf gutem Wege, glaube ich, am Außenposten vorbeizukommen. Von einem. Oh, ja, tatsächlich. Das ist der 900 Meter Außenposten, der erste Tiefe, den ich gebaut habe. Aber noch keine Spur von Nickel. Und jetzt haben wir hier Nickel.
Das ist doch bestimmt Blei, ne? Ne, Lithium. Ja, ist ja gut. Ich ja schon wieder ein. So, Nickel, wo bist du denn? Wo versteckst du dich? Ich hätte vielleicht den Arm mitnehmen sollen. Aber gut. Oh, das sieht anders aus. Das ist bestimmt... Nein, Silber ist aber auch gut. Titan. Auch eine coole Aussicht irgendwie. Das hier ist auch... Titan. Wir kommen der ganzen Sache aber schon mal etwas näher. Auf jeden Fall ist das Biom das Richtige. So wie ich das mitbekommen habe. Die Videos sind noch nicht so alt. Die sind jetzt vielleicht ein Jahr alt und glaube, das müsste eigentlich dann noch alles passen. Dann. Oh oh. Oh 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 oh. Oh Gott. Das war, glaube ich, relativ knapp, dass er uns gesehen hat. Mir noch diese Viecher hier lieber. Ja, was ist denn das? Das? Okay. Das. Kriegen wir Schaden hier unten? Da aber auch nichts raus. Oh, das hier ist Lithium. Lithium. Kriegen wir auch nichts. Diese Kugeln sind interessant. Das ist auch Titan, wenn ich das richtig erkenne. Das da ist Silber. Nein, Nickelerz. Wunderbar. Wunderbar, dann kann ich das auch so abbauen und direkt sammeln. Zwei muss ich auf jeden Fall behalten für die Platte. Und wie viel brauchte ich? Zwei nochmal für das Tiefmodul, richtig? Das heißt, wir haben es so gut wie schon zusammen. Das ist sehr gut. Dann müssen wir als nächstes die Tür suchen. Ach ja. Das ist doch alles ziemlich, ziemlich durcheinander hier unten in den Höhlen. Aber endlich Nickel. Na komm, der Rest noch. Ich weiß gar nicht, wie viel da übrig ist. Ich glaube, einen Klotz haben wir noch. Und dann ist es abgebaut. Und fertig. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Wir sind schon fertig. Okay. Jetzt kommt natürlich... Wer ist noch? Wir müssen aber dahin. Oder? Nee. Warte, ich kam hier frontal. Oh Gott. Kann er jetzt was geben? Also. Das ist die Neptune. Wo ist denn. Muss mich an meinen anderen Zyklopen halten. Oder. Ach Quatsch, das ist doch der. Ich muss dahin. Ich halte mich so ein bisschen nah. Genau. So ein bisschen daran. Vielleicht hilft es mir. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Lalala. Das ist wieder Quarz. Quarz gibt es aber auch jede Menge hier unten. Bin mal gespannt, was wir denn hinter der Tür finden werden. Gut ist, dass ich ja die vergessen habe, die Ionenwürfel rauszunehmen. Denn sonst hätten wir nochmal zurückschwimmen müssen. Wobei das eigentlich auch nicht das Problem wäre, weil wir ja nicht wirklich weit von der Basis weg sind. Müssen wir nur erstmal hier wieder 600 Meter hoch. Aber das dürfte auch kein Problem sein. Zudem... glaube ich, hier links hoch ging. Das so ziemlich das war, wo ich auch beim letzten Mal war. Genau, da ist nämlich die in Anführungszeichen Brücke. Da kommt wieder dieser blöde Sound. Wenn man gerade so ein bisschen runterkommt, wenn man so denkt, ja, hier ist es relativ sicher, dann kommt dieser Sound. Man schon wieder Panik. Irgendwas eingetreten ist, was man nicht möchte. Dass zum Beispiel ein Reaper jetzt oder 50.000 Reaper jetzt da unten rumschwimmen. Oder irgendwas Neues. So,
war zumindest in der letzten Folge auch mein Gedanke. Wenn wir noch verschlossene Türen finden, würde es mich nicht wundern, wenn wir noch einen oder zwei Wesen noch nicht gesehen haben. Aber was das betrifft, glaube ich, haben wir doch schon so ziemlich alles gesehen. Und das kann ja bei Below Zero nur lustig werden, ne? Wenn ich da wieder neue Erfahrungen mit neuen Wesen sammle. Oh, komm. So. Schon, nimm doch. Oh Mann, dass er sich so viel Zeit lässt mit dem Haken. So. Gleich haben wir's. Und weiter geht's. Wie weit wir wieder runtergefallen sind. Okay, jetzt sind wir aber oben. Sehr gut. Und wir haben das, was wir brauchen, mitgenommen. Genau, da ist wieder das. Und es ist wieder stockdüster. Aber hier sehe ich schon den Zyklopen. Da sind die. Die sind meistens, glaube ich, in sicheren Gewässern, weil das ja selber keine aggressiven Wesen sind. Ja. Yeah. Und ich liebe diese Schubdüsen. Ich liebe sie. Wir haben es geschafft. Wir sind zurück. In unserem Klopen. Das heißt jetzt, wir brauchen den. Wir brauchen die Sachen. Wir brauchen die orange Tafel. Ach, darunter liegen die. Interessant. Oh, okay. Ausrüstung ist es. Okay. Und das passt eigentlich. Ja, den, ach Quatsch, den können wir hier noch gar nicht bauen. Für den Krebs, da müssen wir zurück. Weil das nehme ich gerade mit, wir schwimmen gerade mal zurück. Und dann gehen wir sofort runter und schauen mal, was denn hinter dieser Tür ist. Ja, da müssen wir hin. Schnell nach oben und ein bisschen nach vorne. Da haben wir schon die Platte. Sind also quasi schon da. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Keine großen besonderen Zwischenfälle, außer das mit dem Phantom, das war ziemlich knapp. Zu dem ich gedacht habe, der wäre schon auf dem Weg zu mir. Hä? Ach, Kacke. Plastallbarren. Plastallbarren, ganz schnell. Ich will das auf jeden Fall in dieser Folge noch schaffen. Plastallbarren, Plastallbarren. Das waren es zwei von denen. Da müssen wir nochmal zurück. Plastallbarren. Plastallbarren. Lithium 2. Da haben wir auf jeden Fall was da. Das hier war die Lithiumkiste. Die. Nein, das war die nicht. Das war die. So. Sehr gut. Nachstall machen. Ausgezeichnet. Das heißt, das können wir jetzt bauen. Und dann haben wir das Tiefenmodul. Dann kommen wir ja wahrscheinlich so 1200 Meter tief. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch vorher machen, weil wenn da was hinter der Tür ist, wo es ziemlich weit runter geht, dann sind wir dafür schon mal vorbereitet. Wird wahrscheinlich nicht, aber damit haben wir dann in diesem Fall schon mal abgedeckt, dass da was passieren könnte. Daher ist das doch ein bisschen besser, da vorbereitet runterzugehen. Das war hier. Ja. Oh. Erstes Tiefmodul. Vielleicht können wir sogar noch direkt das zweite machen. Das war hier, ne? Genau. Könnten wir sogar haben. Kyanit habe ich mitgenommen. Habe ich aber in einer der anderen Basen. Oh Gott. Der große Nachteil. Da muss ich
hin. Ja, genau. Hin, das bewegt sich schneller. Das heißt, das ist direkt hier vorne. Sehr gut. Da sind wir. Okay, ja, 100 Meter. Ich bin sowieso jetzt da. Wir trinken auf jeden Fall noch was, essen noch was. Und dann geht's los auf die Suche. Also wir haben jetzt, genau die beiden Sachen haben wir. Nickel können wir wieder zurücklegen. Hätte ich eigentlich auch oben lassen können. Ah, aber ist ja nicht schlimm. Wir wissen ja, dass es schon mal ganz gut ist, Rohstoffe hier unten zu haben. Sollte auch die richtige Taste drücken. 1300 sogar, wow. Und los geht's. Also, selber Weg nochmal. Diesmal ein klein bisschen anders. Springen auf jeden Fall mal bis hier in die Sackgasse und sind dann hier lang, sind wir. Ich. Doch, müsste hier lang gewesen sein. Das war ja bis unten hin fast dasselbe. Nur, dass ich hier immer so runter wie beim ersten Mal. So ein bisschen Piss vor Phantomen und ähnlichem. Wenn ich eine, wo ich relativ lange Strecke noch ein bisschen gelaufen. War ich hier? Genau. Hier habe ich gesagt, hier bin ich mal sicher. Hier habe ich ein bisschen die, ne? Die, ich sag mal, Spinnenviecher geärgert. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Ich glaube, ich bin links. Ich glaube, ich bin hier lang. Dann habe ich das gemieden. Kann das sein? Einfach mal schauen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann bin ich hier drauf gesprungen. Das heißt, ich habe das nicht gemieden. Ich bin mittendurch. Bin hier gelandet. Bin dann hier runter. Und dann hier lang. Genau, hier lang bin ich. Da ist es. Ah, ich wollte schon sagen, der ist relativ nah. Das Gute ist, wir finden jetzt was Neues heraus. Was ich nicht mehr gedacht hätte hier bei Folge 144, glaube ich. Das ist krass. Und ich hätte auch damals nicht gedacht, dass ich 144 Folgen an der Stelle hier bis hierhin mache. Und noch mehr. Das ist schon krass. Längste Let's Play. Aber ja. Und immer noch was Neues zu finden. So, Tafel rein. Sesam, öffne dich. Und so an. Ich würde die Sachen gerne mitnehmen, ne? Ja, das sind aber Pflanzen, die kann ich nicht abbauen. Okay, ich wollte gerade sagen, oder? Was, ich kann die hier abbauen? Ne, die kann ich nicht abbauen. Ein Knuddelfisch, ein neuer Knuddelfisch. Dann habe ich einen zweiten. Ja, cool. Ja, geil. Beiden Knuddelfisch. Nur mal so frei. Ich hoffe, dass jetzt nicht wie bei Indiana Jones, dass hier jetzt irgendwas getriggert wird und fliehen muss. Datendownloads. Fortschritt in der Zielwerbung. Okay. Gut. Oh, ist das? Achso, das sind, ich wollte schon sagen, das ist eine Kralle. Ja, krass. Wir haben einen zweiten Knuddelfisch. Und, mir fiel gerade ein. Ich habe auch mal was in den Kommentaren gelesen, dass es wohl insgesamt 3 geben soll. Und man dann, glaube ich, einen Erfolg kriegt. Das heißt, einer fehlt uns noch. Und dann haben wir 3 Knuddelfische, die zusammen ein bisschen spielen können. Im Aquarium. Ich werde die auf jeden Fall zusammenpacken. Vielleicht mache ich sogar ein eigenes, nur für die. Aber das ist schon mal sehr schön. Oh, oh, oh. Okay. Soweit bin ich jetzt nicht. Ich versuche es trotzdem nochmal.
Ich will es haben. Okay, jetzt gehen wir aber wieder ganz schnell nach oben. Oh ja, das hat sich gelohnt. Riecht gut. Stimmt, dann wird das andere wahrscheinlich auch eine Tür haben. Ich glaube, da erkunde ich mich aber schon vorher, dass wir da nicht völlig unvorbereitet hinkommen. Und ich dann in der Folge nicht weiter weiß, was ich machen soll. Deswegen wäre das, glaube ich, ganz gut. Mich da vorher ein bisschen informiere. Oh, wir haben den Knuddelfisch. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich pflanze den auch schon mal. Ach, ich pflanze den schon mal. Ja. Wenn man gerade am Überlegen ist und was sagt. Ich werde den auf jeden Fall schon mal ins Aquarium tun. In Lebensform Zuchtbehälter. Und dann kann der bis zum nächsten Mal vielleicht sogar ausbrüten. Okay. Aber das könnte natürlich auch ein bisschen länger dauern. War ja auch beim letzten Mal so. Und noch ein paar hundert Meter nach oben. Da war der ganz einsam da unten, der Knuddelfisch. Okay. Wäre aber böse, fies, wenn die Knuddelfische zusammen zu irgendwas Bösem werden. Richtig fies. Und wir sind oben. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wobei, ich kann den auch nächstes Mal einfach reintun. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen zu krass. Schauen wir mal. Da habe ich nichts. Ich habe aber wieder drei neue Würfel. Die hätte ich sowieso gebraucht. Ich habe den Knuddelfisch. Sehr gut. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Beim nächsten Mal packen wir dann den Knuddelfisch in den Lebensform Zuchtbehälter. Dann erkundige ich mich genau wegen dem dritten, wo wir den finden. Dann haben wir nämlich alle zusammen. Und dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Wenn ihr da Ideen habt, wie gesagt, immer schön gerne in die Kommentare schreiben. Denn, dann können wir das nämlich auch mal machen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten, hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!